So, der Schlomo Graber wurde geboren 1926 in Majdan, ist aufgewachsen in Nirtibor in Ungarn, wurde deportiert 1941 als Staatenloser nach Polen, verschleppt ins Ghetto 1944. Er kam im Mai 1944 ins KZ Auschwitz. Außer seinem Vater wurden alle Familienmitglieder umgebracht. Er wurde weiter verschleppt in die KZ Fünfteichen und Görlitz. Und er wurde befreit am 8. Mai 1945 von der Roten Armee. Er ist 1948 nach Israel ausgewandert, lebt seit 1989 hier in Basel. Er kam in die Schweiz wegen der Liebe. Schlomo hat 3 Kinder, 6 Enkelkinder und 3 Urenkelkinder. Willkommen, Schlomo. Unglaubliches durchgemacht, unglaubliche Erlebnisse gehabt. Sie haben aber trotzdem Ihre positive Einstellung behalten können, das ganze Leben während dieser ganzen Zeit, in diesem KZ, im Ghetto. Erzählen Sie uns, wie haben Sie das geschafft? Wie konnten Sie das hinkriegen? Erstens, wie gesagt, mit Hoffnung. Das ist natürlich. Okay. Ich habe genau erzählt, dass es gibt Leute eigentlich, die haben immer gesagt, Gott wird mir helfen. Aber der Gott hat nicht geholfen. Da muss ich mir selbst helfen. Ich war eigentlich zusammen die ganze Zeit. Ich war mit dem Vater, leider die ganze Familie, gleich am 28. Mai 1944 hat man in Auschwitz eigentlich umgebracht. Und ich bin geblieben mit dem Vater. Und wir haben sich immer gesorgt, einen dem anderen, ich für den Vater, er mit mir. Und das hat uns sehr viel gegeben, dass wir waren, wie man sagt, sehr ideal. Nicht alle waren so. Es waren andere Väter mit Söhnen oder es waren auch Brüder. Nicht immer war das ideal. Und das immer war eine Hoffnung. Und ich sage zum Beispiel, es war in einem Tag, habe ich gesagt dem Vater, wir müssen von dem Wörterbuch das Wort Hunger einfach rausnehmen. Wenn man spricht davon, dann hat man Hunger. So habe ich das eigentlich sehr gut weitergemacht. Sie haben auch dreimal, haben Sie mir in der Vorbereitung gesagt, haben Sie den Tod ins Auge gesehen? Also wurden Sie zum Tod verurteilt? Ja. Erzählen Sie doch mal, wie das war damals. Also ich erzähle mal, sagen wir das Letzte. Gerne. Ich war beschäftigt mit dem Vater in der Stadt, in das ist heute Ostdeutschland, in Görlitz, in einer Fabrik, WOMAG, Waggonmaschinenbau Görlitz. Man hat uns gebracht in eine Schweißabteilung, dort hat man uns eingeteilt. Von Anfang war ich sehr besorgt, weil der Meister, der war mit dem Hakenkreuz auf dem Arm, so ein schöner Band. Und der war sehr, hat uns angefangen zu schimpfen, habe ich gesagt, nach meinem Vater, vielleicht ist das die letzte Station. In einem Tag sagte er mir, ich soll in das Lager gehen, ich soll öffnen, dort eine Schraube soll ich herausbringen. Dann sehe ich ein belegtes Brot. Also der hat sehr gut gespielt. In diese Halle, und das muss ich immer erwähnen, leider nicht viel, ich meine, die ganze Geschichte nicht erwähnt, es waren Italiener und Franzosen als Zwangsarbeiter. Die waren in blauen Overall. Die haben probiert immer, wenn es kann, etwas Sabotage machen. Sehr lustige Leute. Ich muss immer erwähnen, weil die waren sehr nette Leute dort. In einem Tag hat man nachher eine Waage hingestellt bei der Eingang von der Halle. Auf die Waage haben sie nachher ein Gewicht von 30 Kilo raufgelegt. Wir mussten alle auf die Waage stehen. Wer ist nicht erreicht die 30 Kilo, das heißt weniger. Das heißt, bin ich dann ein Muslimin und hat uns sofort selektiert dort. Ich bin reingefallen mit noch 12 Leuten.
Und ich stehe nachher in der Seite und sage, dort waren Hochoffiziere in Uniform, es waren auch in zivil bekleidete Leute, ich weiß nicht, wer die waren. Und ich höre, die sagen so, die können alleine jetzt in Lager zurück, das war 3 Kilometer von den Werken bis zum Lager, ohne Wache, morgen nach Großrosen im Krematorium, das mit einem Wort tot verurteilt. Also ich muss nicht erzählen, wie das eigentlich, wie man sagt, das Gefühl war. In diesem Moment habe ich einfach, ich muss sagen, ich habe meine Kraft verloren. Ich nachher wollten wir gehen ins Lager. Wir haben nicht gesprochen, einer mit dem anderen. Wir waren vertieft. Ich habe nur so bedauert, ich habe mich für meinen Vater verabschiedet. Leider, ich habe nicht gewusst, das Schicksal von meiner Mutter und der ganzen Familie. Man hat sie die ganze Zeit in Irre geführt, habe ich gesagt, ich habe noch nicht Abschied von meiner Mutter. Und ich könnte nur gehen, weil wir waren in Holzschuhe. Und weil morgens, wenn ich noch marschiert in der Fabrik, bin ich ganz gut gegangen. Und dort habe ich einfach, ich habe die Macht verloren. Und dann haben wir, ich habe mich in der Wand immer gefasst. Endlich bin ich gekommen in Lager. Die Wache haben uns einfach reingelassen, die waren schon informiert über uns. Und plötzlich sehe ich einen Unteroffizier, einen älteren Soldat, Unteroffizier. Er hat seinen Tisch auf seine Schulter geschleppt, auf seinen Rücken. Instinkt, ich weiß nicht wie, ich habe mich eingefasst in die Tischbein und ich bin ihm mitgegangen. Wahrscheinlich, das hat sie ausgesehen, wie ich begleite ihn. So sind wir vorbei, nachher bei den Essenslager, bis in die Küche nachher. In der Küche habe ich das weggelassen. Der Chef Koch hat geheißen Salzer, einer von Koschitze, ein jüdischer Mann. Er hat gesehen, sagte, sitz, hat mir eine Pfanne gegeben in der Hand, ich soll das reinigen. Sagte, wenn der Alter kommt, der Unteroffizier, sagt, bist ein Ungar, bist ein Koch. Okay. Aber Gott behüt, ich soll nicht anfangen zu essen. Wenn ich fange an zu essen, dann ist das, wie man sagt, tot. Und ich tatsächlich ist er gekommen, hat mich gesehen, sagte, wer bist du? Sag ich bin ein Ungarer Koch. Okay. Irgendwo hat er sich mit ganzen Lieblings, bin ich geworden bei ihm. So habe ich mich nachher dort weitergehalten. Nach 3 Wochen musste ich auf einen Appell gehen. Wem sehe ich nach einem Appell? Mein Vater. Er war sicher, dass ich bin eigentlich dort mit den anderen 12 nächsten Tag nach Großhausen in Krematorium gebracht hat. Und er sieht mich, sagt er, nein, das glaube ich nicht. Sagt er, was gibt es dieses Gebet bei den Juden? Ein Todesgebet, der Kaddisch. Sagt er, ich habe Kaddisch gesagt. Sag ich, das ist deine Sorge. So bin ich weiter nachher weitergemacht. Und dann, weil die Fabrik war schon alles zu, wir haben nicht gewusst eigentlich, was es geht. Wo sind die Russen oder Amerikaner? Wir waren total isoliert von allen Informationen. Und seht, dann kommt da zu mir so ein Soldat, sagt er, langsam, langsam, der Ivan kommt. Ich habe nicht verstanden, was er meint mit dem. So, am 1. Mai, darf ich jetzt die Sandra befreien? Natürlich, gerne. Am 1. Mai 1945, ich habe gerade meine Aufgabe, jeden Morgen musste ich bei dem Oberleutnant auf die Tablette einen Kaffee bringen. In dem Moment sehe ich, kommt ein Laufer mit einem Motorrad, mit einem Helm und bringt nachher einen Ausschnitt von einer Zeitung. Und dort ist Hitler abgebildet, steht dort mit großen Buchstaben, der Führer ist tot. Und er gibt Einweisungen, die Häftlinge zu befreien. Ich habe die Tablet einfach hingeschmissen. Ich habe verloren, ich könnte das nicht glauben, dass wir sind frei. Ich bin gelaufen vis-à-vis in die Frauenlager und fangen zu schreien, wir sind frei. Die haben gedacht, dass sie wahrscheinlich, ich bin nicht jetzt normal. Bin ich gelaufen nachher zum Vater und ich erzähle ihm, dass wir frei sind. Sagte, das hat mir noch gefehlt, sagte er.
dass mein Sohn soll einfach, wie man sagt, etwas an Schrubbe bekommen. Aber nachher ist gekommen der Oberleutnant, hat uns nachher erklärt, wir machen einen Appell zusammen, Frauen mit Männern und so weiter. Wir haben sie verschanzt, am 8. Mai ist einer aufgeklettert auf die Kamin dort oben und sagte, die Russen sind da, sind wir raus. Sie sehen, die Russen schneiden die Stacheldrähter. Der erste Soldat habe ich umgearmt, der war nicht super, ich auch nicht, aber Freude haben wir gehabt. Und dann hat mir ein hoher Offizier, hat er mir auf Jiddisch mir erklärt, was ist eigentlich in Auschwitz geschehen. Und das war das erste Mal, wie ich erfahren habe, leider, ich habe meine Familie verloren. Ich habe gesehen, den ganzen Kreis von dem kleinen Städtchen, wie alle Geschäfte waren jüdische Geschäfte. Und ich stehe dort und ich sehe noch alle Schilden mit den Namen, die waren die Inhaber von den Geschäften. Und ich habe mir so vorgestellt, ich stehe auf dem Friedhof und ich sehe noch den Grabsteiner eigentlich. So habe ich das gesehen, wenn ich wieder zurückkomme, dann habe ich mich entschieden, ich bleibe nicht. Da bin ich nach Israel. Dass ich bin nach Israel gekommen als Pionier mit Idealen, haben wir nicht gesprochen nachher von dem Holocaust. Nur bis an einen Tag hat man mich entdeckt, hat mit mir ein Interview gemacht haben. Und dann haben sie erfahren, meine Kinder, was ich habe alles mitgemacht, weil ich wollte nicht erzählen, weil das war, in jedem Holocaust-Tag hat man gezeigt, sehr grausame Bilder. Ich wollte nicht psychologisch, die sollen beschädigt werden. Und dann hat mir, habe ich versprochen, in einem Tag, ich gehe, ich werde schreiben. Vor 75 Jahren, 27 Jahre zurück, bin ich nach Basel gekommen, habe ich kennengelernt meine Frau. Apropos, wir sind von zwei Religionen, aber das ist weg vom Tisch. Wir leben so zusammen 27 Jahre. Und dann habe ich versprochen, ich gehe schreiben, habe ich nachher eine Schreibmaschine genommen von Israel. Ich habe auf Hebräisch, nachher mit dem Computer habe ich geschrieben, meine Geschichte, das ist nachher übersetzt auf Deutsch, Ungarisch und Englisch. Okay, schön. Ja, vielen Dank, Shlomo Graber. Es hat mich sehr gefreut, dass wir das heute Abend machen könnten oder heute Nachmittag machen könnten. Und ich habe einen wunderschönen Satz gefunden in Ihrem Buch oder einen Abschnitt, den ich eigentlich gerne zum Schluss lesen möchte. Und der geht so. Shlomo Graber schreibt, trotz allem, was mir angetan wurde, empfinde ich heute keinerlei Hass mehr, denn Hass frisst die Seele auf. Obwohl es heute noch so viel davon gibt, habe ich die unerschütterliche Zuversicht, dass wir eines Tages irgendwann in einer besseren Welt leben werden. Denn Liebe ist stärker als Hass. Wunderbar. Vielen Dank.